Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Episode des Profi-Walkthroughs von Dark Souls 2. Die niemand werft, ist erledigt. Wir sind bereit, den Boss zu bezwingen. Haben Lucatil aus Myra mit dabei, denn sie ist eine der Hilfen, die wir tatsächlich beschwören sollten, wenn wir ihre Questlinie verfolgen wollen. Deswegen ist sie mit dabei, deswegen wird sie uns unterstützen. Nötig wäre es nicht, denn dieser Boss ist relativ einfach zu bezwingen. Aber ihr werdet gleich sehen, dass es gar nicht mal so schlecht ist, wenn man einen Kollegen dabei hat, weil der Boss eine sehr merkwürdige Anatomie hat. Ich zeige ihn euch mal. Die Dehnwache. Das ist ein siamesischer Zwilling. Auf dieser Seite hat er einen Barbed Club, also zwei fiese Prügel. Und auf der anderen Seite zwei Krummschwerter. Und wir können jetzt im Grunde schön im Duett. Der eine auf der einen Seite und Lucatil auf der anderen Seite. Den beiden den Garaus machen. Die Dehnwache ist übrigens besonders anfällig gegenüber Blitz. Wenn ihr also das Goldharz anwendet auf eure Waffe, könnt ihr hier extra viel Schaden anrichten. Aber ihr seht schon, der Typ ist ohnehin nicht sonderlich gut gepanzert. Hält nicht so viel aus. Seine Treffer tun allerdings ziemlich weh. Ihr müsst also immer gut Deckung oben haben, Schild oben haben und schauen, welche Seite der beiden gerade aktiv ist. Außerdem müsst ihr dringend darauf achten, dass Lucatil überlebt. Denn nur wenn sie diesen Kampf überlebt, führt sie ihre Questlinie fort. Und wir können sie weiter beschwören. Jetzt ist mein Schwert fast kaputt, das will ich nicht riskieren. Wir nehmen etwas Reparaturpulver. Wie gesagt, es sind... Autsch, die Grab Attack. Es ist immer nur eine Seite von den beiden aktiv jeweils. Die andere Seite macht währenddessen nichts. Das solltet ihr immer gut beobachten. Jetzt ist zum Beispiel die Prügelseite. Die Schwertseite ist still. So, danke Lucatil, du hast den finalen Schlag gelandet. Wir haben gesiegt. Vielen Dank. Du warst es drauf. Es ist wieder Ruhe eingekehrt. Sehr schön. Wir bekommen natürlich die Dehnwachen-Seele. Die könnt ihr zum einen für 6000 Seelen investieren oder aber bei dem NPC, den wir nach wie vor noch nicht kennengelernt haben, diese Seele eintauschen gegen mehrere Waffen sogar oder eine von mehreren Waffen. Zum einen bekommt ihr entweder seinen Krummsäbel oder sein Krummschwert. Beide skalieren sehr gut mit Geschicklichkeit oder ihr bekommt den Prügel, der gleichermaßen auf Stärke wie Geschicklichkeit skaliert. Alles coole Waffen. Ich werde allerdings, glaube ich, eher die Seele konsumieren. Jedenfalls ist auch diese Episode noch nicht ganz zu Ende, denn wir haben hier noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Hier aus diesem feuchten Keller hinaus. Irgendjemand muss mal das Leck stopfen hier. Und öffnen diese Truhe hier. Das wird jetzt jeden freuen, der gerne mit Feuer hantiert. Hier bekommen wir die Pyromantieflamme und einen Feuerball. Ab sofort können wir also auch ein Pyromant werden. Das gibt es ja nicht als Startklasse hier in Dark Souls 2, aber die Pyromantiehand ist im Grunde der Zauberstab für Pyromanten. Mit dem Ding in der Hand kann man Feuerzauber wirken. Coole, coole Sache. Gibt ja auch viele Gegner in Dark Souls 2, die feueranfällig sind. Macht sehr viel Spaß, ist aber auch ziemlich anspruchsvoll. Die Pyromantiehand aufwerten könnt ihr ja bei dem Zauberer, den wir in der letzten Episode hier in der Niemandswerft kennengelernt haben und der jetzt in Majula ist. Gut, Sackgasse, wie geht's hier weiter? Indem ihr hier an dieses Navigationsgerät geht und die Aktionstaste drückt. Wir sind angekommen, oder halt abgereist von der Niemandswerft und angekommen in einem neuen Gebiet, das da hinten auf uns wartet. Ein sehr, sehr großes, sehr kompliziertes Gebiet und auch ein sehr gefährliches Gebiet. Da haben wir einiges zu tun. Machen wir in der nächsten Episode. Ich winke feierlich zum Abschied. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal im Profi-Walkthrough von Dark Souls 2. Bye, bye.